Das Spiel Blaster Master auf dem NES ist vielleicht einigen Leuten bekannt. Es ist einer dieser fantastischen Titel, die sich mal etwas anderes trauen. So spielt ihr in diesem Spiel einen Panzer und seid auch zu Fuß unterwegs. Anscheinend gibt es auch auf dem Game Boy eine Art Spin-Off. Aber wieso heißt das Junior und verändert sich zu dem Spielprinzip etwas? Lasst es uns zusammen herausfinden, was taugt Blaster Master Junior für den Game Boy heute noch. Das Spiel wurde von Elcom programmiert und von Sunsoft 1991 bei uns veröffentlicht. Seltsamerweise heißt das Spiel in jeder Region anders. In Japan heißt es Bomber Kid Szenario 2 und in den USA Blaster Master Boy statt Junior. Warum auch immer. Radioaktivität verseucht die Erde und tötet alles Lebende. Dem müsst ihr natürlich Einhalt gebieten. Auf dem ersten Blick sieht das Spiel wie ein Bomberman-Klon aus. Ihr habt eine angeschrägte Vogelperspektive, lauft durch die Level und könnt mit Bomben bestimmte Wandelemente in die Luft sprengen. Aber es steckt mehr dahinter, als ihr denkt. Auf dem anderen Knopf könnt ihr mit einer Pistole schießen. Gegner müsst ihr also nicht in die Luft sprengen, sondern könnt diese auch abknallen. Letzteres dauert aber natürlich länger und Sprengen macht natürlich mehr Schaden. Ist aber natürlich komplizierter umzusetzen. Also, was ist euer Ziel in recht weiträumigen Leveln? Im Prinzip ganz einfach. Zum Ausgang gelangen. Dieser ist natürlich immer meistens am anderen Ende des Abschnittes und ihr müsst zuerst einen Schlüssel finden, der diesen öffnet. Also sprengt und schießt ihr euch quer durch die Level, erledigt Gegner und dann aufs Neue. Aber natürlich ist es nicht ganz so simpel. Es gibt verschiedene Hindernisse wie zum Beispiel Dunkelheit oder Flüsse. Um damit klarzukommen, braucht ihr dann natürlich auch Hilfsmittel wie eine Lampe oder einen Schwimmreifen. Diese findet ihr dann hinter den wegspringbaren Wänden. Also solltet ihr fleißig im Bomberman-Manier immer alles in die Luft jagen. Aber natürlich gibt es auch andere Items zum Einsammeln, wie zum Beispiel einen Geschwindigkeitsboost. Okay, das Spielprinzip klingt jetzt eigentlich ganz so weit in Ordnung, aber das Spiel hat leider eine kleine Schwäche. Es zieht sich einfach immer wieder unnötig, beziehungsweise der Levelaufbau ist später nicht gerade spielspaßfördernd. Da sind denn halt mal gerne ein paar Wände zu viel aufgestellt, durch die ihr euch durchsprengen müsst. Das ist dann jetzt keine Herausforderung und einfach nur öde. Insgesamt erwarten euch dabei 9 verschiedene Welten mit jeweils 2 bis 5 Unterleveln. Am Ende ist dann natürlich immer noch ein Boss angesagt, der eine ganz bestimmte Taktik erfordert. Probleme hat das Spiel allerdings manchmal bei der Steuerung. Irgendwie ist das Laufen und Schießen manchmal etwas hakelig, besonders bei den Bosskämpfen. Aber das steht jetzt dem Spaß nicht großartig im Weg. Grafisch ist das Spiel auf jeden Fall sehr gut gelungen, vor allem für einen so frühen Titel sind die Sprites groß und detailliert dargestellt. Und das Sound erst. Wie von Sunsoft nicht anders zu erwarten war, wird wieder hier allerfeinste Gameboy-Musik geboten. Was taugt Blaster Master Junior für den Game Boy also heute noch? Ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher. Es ist ein solides Spiel. Das auf jeden Fall. Die Grundprämisse ist auch super und es spielt sich auch gut. Aber irgendwie wird es mir auf Dauer einfach zu eintönig. Der Ablauf ist immer derselbe und das Ganze wirkt einfach unnötig gestreckt. Wenn ihr Bomberman oder Blaster Master aber mögt, könnt ihr hier auf jeden Fall mal reinschauen. Das war der Test zu Blaster Master Junior für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.